Der Snowvember 2019, der geht in die Geschichte ein. Über 150 cm Neuschnee in manchen Orten, Straßensperrungen, Lawinensprengungen und jetzt natürlich auch die Openings der Nicht-Gletscher-Skigebiete. Das gibt's im heutigen Ski-Update. Viel Spaß damit! Und mit diesen Bildern und dem leichten Schneefall hier im Hintergrund darf ich dich heute willkommen heißen zum Ski-Update. Immer sonntags die wichtigsten Informationen über den Wintersport. Und es ist soweit, der Snowvember schlägt richtig zu. Ich stehe hier gerade in Innsbruck und das war eigentlich nicht der Plan, dass ich in Innsbruck in irgendeinem Wald dieses heutige Ski-Update drehe. Denn eigentlich wollte ich in Hochgurgel, Obergurgel oder wie es seit dieser Saison heißt, Gurgel stehen, um dort das Ski-Update einzufangen. Aber was ist? Straße ist gesperrt. In Lengenfeld bzw. Zwieselstein gibt es kein Durchkommen mehr ins Ötztal. Und das liegt auch am heutigen Hauptthema des Ski-Updates, nämlich den unglaublichen Schneefällen, die wir in diesem Monat auf einmal haben. Vor 2 Wochen standen Basti und ich noch im Ötztal und dachten, wie soll Obergurgel denn bitte bis dahin aufmachen? Und jetzt reden wir über 120 cm Neuschnee. Unglaublich, was da in den letzten Tagen runterkommt. Und das ist Punkt 1 und Thema 1 unseres heutigen Ski-Updates. Außerdem heute im Video die 5 Nicht-Gletscher-Skigebiete, die jetzt eröffnet haben. Da habe ich mal 5 Stück rausgepickt. Es sind vielleicht noch einige mehr, die jetzt schon an diesem Wochenende ihre Pforten eröffnet haben. Und dann auch weitere Ski-Openings, die anstehen. Und als letzter Punkt in diesem heutigen Ski-Update, eine neue Marke, ein neuer Skistock ist am Markt. Basti und ich kommen mit Swing Poles heute auf den Markt. Da kannst du dich am Ende des Videos drauf freuen. Und jetzt würde ich sagen, rein ins heutige Hauptthema. Vor etwa genau einem Monat im Ski-Update haben wir das Winterwetter 2019-2020 besprochen. Und mit dem heutigen Tag können wir sagen, diese Prognosen, die ich da besprochen habe, waren leicht bis stark falsch. Solch ein November, den Snowvember 2019, hat keine Prognose vorausgesagt. Die Königskerze zum Beispiel hat im November leichten Schneefall angekündigt. Von 1,50 Meter Neuschnee war da nicht die Rede. Auch die anderen Prognosen mit milden Temperaturen und nur leichten Niederschlägen liegen auch relativ stark daneben, denn dieser November hat jetzt Schnee gebracht, dass es nur so kracht. Unglaublich, was gerade in den Alpen runterkommt und insbesondere Tirol und das südliche Inntal trifft es dabei super. Sölden, Ischgl, Zillertal, diese Orte sind gerade von tollen Neuschneemengen betroffen. Auch die Hohe Tauern, Obertauern bekommt starke Niederschläge, die Dolomiten. Und das Ganze kannst du natürlich auch immer im Zuhause der Skifahrer auf Home of Skiing in unserem Schneelagebericht nachvollziehen, wie ich ihn auch hier gerade einblende. Die Neuschneemengen gehen wirklich bis 1,50 Meter hoch. Nicht wenige Orte haben über 100 cm Neuschnee bekommen. Und deswegen stehe ich ja auch hier, denn ich komme einfach nicht ins Ötztal hinein. Mal schauen, ob dann heute Abend die Straßensperrung aufgehoben ist und ich habe morgen meine Fortbildung für Skilehrer in Obergurgel, Hochgurgel geben kann. Ich bin sehr gespannt. Und das bringt uns ja gleich auch zum Thema, denn jetzt eröffnen auch die Nicht-Gletscher-Skigebiete, wie zum Beispiel Gurgel, ihre Pforten. Das als großes erstes Beispiel. Obergurgel, Hochgurgel, 14.11. haben da am Donnerstag die Tore eröffnet. Der Schneefall hat das Ganze natürlich begünstigt, aber schon in den Jahren zuvor war ich immer um dieses Datum auch mit der Skilehrerausbildung, zu der ich jetzt fahre, vor Ort. Und die Verhältnisse sind immer top. Als eines der ersten Nicht-Gletscher-Skigebiete eröffnet jetzt der Diamant der Alpen. Ein paar Aufnahmen von den letzten Tagen spiele ich dir gerade ein. Absolut winterlich, was da gerade los ist. Dann hat auch Kitzbühel jetzt die Pforten und Tore geöffnet. Mit mehreren Liften und Pisten ist Kitzbühel jetzt am Start und hat bei diesen Schneefällen natürlich auch eine begünstigte Schneesituation, dass jetzt dort der Skibetrieb losgehen kann. Auch in Silvretta-Montafon geht es jetzt los. Seit Freitagmorgen sind dort 2 Bahnen geöffnet und endlich ist der Winterbetrieb da. Die Skisaison ist auch in diesem Skigebiet eröffnet. Genauso wie in der Planei in Schladming, wo jetzt 5 Bahnen ihre Tore geöffnet haben, wo der Winterbetrieb feierlich losgehen kann. Endlich startet es auch dort und dann natürlich auch auf der Reiteralm, wo 4 Bahnen ihren Liftbetrieb aufgenommen haben. Auch für die anderen Skigebiete in Tirol sieht das Ganze natürlich jetzt gut aus. Der Winter ist auch da oben auf den Gipfeln angekommen. Wenn wir zum Beispiel an Ischgl denken, die am 28.11. eröffnen und wo auch Seed das Top of the Mountain Konzert spielt, da werden Basti und ich auch am Start sein. Da freuen wir uns schon sehr drauf und natürlich auch schön zu sehen, dass die Schneefälle das Ganze jetzt so begünstigen.
Und das bringt mich zum letzten Punkt des heutigen Ski-Updates. Es sollte eigentlich alles anders sein. Es sollte eigentlich mein Vater hier neben mir stehen, der euch das Ganze noch aus seiner Sicht auch darstellt. Denn unsere neuen Skistöcke, die Swing Ski Poles, sind ab heute am Markt verfügbar. Ich habe gerade in diesem Video keinen Skistock hier, denn all mein Ski-Equipment liegt oben in Obergurgel, Hochgurgel. Und mein Vater, der mit mir diese Skistöcke präsentieren sollte, denn er hat dieses bekannte Problem des Skifahrerdaumens. Er ist auch nicht mit hier, er steckt auch in Obergurgel fest. Skifahrerdaumen als Stichwort. Basti und ich haben eine Marke entwickelt, die sich Swing heißt, und unsere Skistöcke haben keine Schlaufen. Und das ist ein ganz klares Statement, denn wir haben in den letzten Jahren aus zwei Gründen diesen Schritt entwickelt. Der erste Punkt ist, immer mehr Kollegen von mir, auch als Skiausbilder oder sehr exzellente Skifahrer, fahren ihre Skistöcke ohne Schlaufen, schneiden sich die Schlaufen ab, nutzen kein Stecksystem oder Einklicksystem. Warum? Ja, weil wir die Stöcke einfach in den Händen halten, wie du alles andere auch in den Händen hältst. Dieses Schlaufenthema kommt noch aus einer damaligen Zeit, wo du wirklich um den Stock herumgefahren bist, der vielleicht mal stecken geblieben ist und du ihn mitnehmen musstest. Das ist heute nicht mehr der Fall. Es ist deutlich leichter, sich einfach die Stöcke zu packen und loszufahren. Und der zweite wichtige Punkt ist der Gesundheitsaspekt. Deswegen hätte ich auch gern meinen Vater da gehabt, denn er hat den bekannten Skifahrerdaumen. Auch ich habe mir damals mit den Stöcken in der Hand den linken Daumen bei meiner Skifahrerausbildung gebrochen und den rechten verstaucht auf einer Fahrt. Ganz bittere Geschichte. Dominik, wenn du gerade zuschaust, nicht Dominik Ebenbichler, aber ein anderer, mein Skiausbilder, der hat das damals mitbekommen. Eine ganz bittere Geschichte in St. Moritz und das auch wegen der Skistöcke schlussendlich. Diese Stöcke, auch wenn du hängen bleibst, bilden einfach mit ihrer Schlaufe eine Gefahr. Und unsere neuen Skistöcke sehen dabei nicht nur gut aus, sondern haben eben auch diese schöne Funktion, keine Schlaufe verbaut zu haben. Mit Stolz darf ich dir das heute präsentieren, denn Basti und ich haben die letzten Monate gerödelt ohne Ende, um das Ganze heute online zu stellen und diese Swing-Skistöcke in die Welt zu schicken. Ich würde mich freuen, wenn du dir damit ein Weihnachtsgeschenk unter den Baum legst oder vielleicht auch deine Freundin, deine Frau, deine Partnerin oder du auch deinen Partner, wie auch immer, glücklich machen kannst mit unseren neuen Skistöcken, die jetzt online verfügbar sind. Der Link ist direkt hier unten in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn du bei Swing Ski Poles vorbeischaust und du wirst sie natürlich auch in einigen anderen Videos sehen. Und damit darf ich dieses Ski-Update am heutigen Sonntag hier auch beenden. Bei dem Schneefall hier in Innsbruck. Es wäre anders gewesen, wäre ich denn in Obergurgel gewesen. Aber es ist doch schön, dass die Schneefälle jetzt richtig ankommen und dass der Winter losgeht. Ob ich nach Gurgel komme, das wirst du sicherlich in einem der nächsten Videos sehen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen verdammt schönen Sonntag, wo auch immer du gerade bist. Hoffentlich auch mit Schneefällen. Und bis dahin, ciao. Danke fürs Einschalten.